Ein solcher Gammastrahlenausbruch könnte das Leben auf der Erde nahezu komplett zerstören. Und es gibt Thesen, dass das schon einmal passiert ist hier auf unserem Heimatplaneten. Genauer vor 440 Millionen Jahren könnte es zum zweitgrößten Artensterben geführt haben. Droht uns jetzt diese Katastrophe wieder? Klicks und Science and Fiction. Bei uns gibt es täglich Wissenschaftsvideos. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keins mehr. Herzlich willkommen. Vielen Dank für den Themenvorschlag auf WhatsApp. Wolf-Rayet-Sterne haben alle eines gemeinsam. Es sind ehemalige große Sterne, die sehr massereich und kurzlebig sind und irgendwann einmal kollabieren. Bei dieser Supernova-Explosion wird von beiden Polen extreme Gammastrahlung ausgesendet. Und die ist tödlich, wenn ein bewohnter Planet in diesen Strahl gerät. Vor 440 Millionen Jahren könnte es bei der Erde der Fall gewesen sein. Und um solch eine Gammastrahlenbombe handelt es sich auch bei dem Wolf-Rayet-Stern namens WR-104 im Sternbild Schütze. Und Astronomieteams sind sich einig, WR-104 wird demnächst explodieren. Hinweise dazu liefert sein Spektrum, das auf eine starke Instabilität schließen lässt. Konkret handelt es sich bei WR-104 um ein Doppelsternsystem. Zum einen aus einem Wolf-Rayet-Stern, ein ehemaliger großer Stern, der seine Atmosphäre ins All geblasen hat und von dem quasi nur noch der heiße Kern übrig ist. Er liegt im Sternbild Schütze und ist etwa 8000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Bis zu 100 andere Wolf-Rayet-Sterne, die sich über die Milchstraße verteilen, sind uns bislang bekannt. Typischerweise stößt so ein Stern einen extrem starken Sternwind aus, der bis zu 2000 Kilometer pro Sekunde schnell sein kann. Ein großer Stern kann durch Sternwind das Mehrfache der Erdmasse pro Jahr verlieren. Wolf-Rayet-Sterne sind sehr viel schwerer als die Sonne. Sie können tatsächlich bis zum 200-fachen der Sonnenmasse wiegen. Ihre Oberflächentemperatur ist zudem sehr heiß, und zwar bis zu 100.000 Kelvin. Im Vergleich dazu sind die 5.500 Kelvin der Sonne ja fast lächerlich. Zum anderen besteht das System aus einem Sternenbegleiter vom Spektraltyp OB, der deutlich weniger Masse hat. Der extrem starke Wind, der vom Wolf-Rayet-Stern abgeht, tritt auf den Wind seines Begleiters, sodass eine Stoßwelle entsteht. Der Sternenwind verdichtet sich extrem. Dadurch entsteht eine Menge Staub, denn der Wolf-Rayet-Sternwind ist sehr kohlenstoffreich. Der Staub selbst ist warm und kann daher gut im Infraroten beobachtet werden. Doch auch das ist eigentlich ein merkwürdiges Phänomen, denn in der Nähe eines solchen Sterns ist es viel zu heiß und hell. Die Strahlung würde die Staubpartikel eigentlich zerstören. Doch dort, wo die Sternwinde der beiden Sterne aufeinandertreffen, da ist es tatsächlich kühl genug, damit sich Staub bilden kann. Wie das mit den Temperaturen rund um Sterne sich verhält, das weiß man ja immer noch nicht so ganz genau. Deswegen ist ja jetzt eine Sonde unterwegs zur Sonne. Da sich die beiden Sterne selbst umeinander bewegen, entsteht letztendlich dann das Spiralmuster aus Staub. 8 Monate braucht das System, um sich einmal um sich selbst zu drehen. Und die Todesspirale umfasst zudem wohl unglaubliche 160 astronomische Einheiten. Und das ist wirklich kaum zu glauben, denn damit ist sie knapp doppelt so groß wie unser Sonnensystem. Damit man es sich besser vorstellen kann, hier mal ein Vergleich. Unser Sonnensystem bis hinaus zum Neptun hat nur einen Radius von 30 astronomischen Einheiten. Wolf-Rayet-Sterne sind die hellsten und größten der uns bekannten Sterne. Sie sind so 10 bis 250 Sonnenmassen groß. Zudem haben sie, wie gesagt, den größten Teil der Atmosphäre schon abgestoßen. Wenn die Sterne sterben, entsteht mindestens eine Supernova-Explosion, eventuell sogar eine deutlich stärkere Hypernova. Aus den Polen des Sterns schießen dann Gammastrahlen heraus, und genau das könnte zu einem großen Problem für das Leben auf der Erde werden. Denn bei Eintritt eines solchen Gammablitzes auf die Erdatmosphäre würde sich die Ozonschicht wohl auflösen, und das hätte weitreichende Konsequenzen für das Leben auf der Erde, denn die Ozonschicht schützt unsere Lebewesen hier auf der Erde vor der gefährlichen UV-Strahlung, und dieser Schutz wäre dann nicht mehr gegeben. Wir würden quasi hier verbrennen. So viel Sonnencreme könnte man sich gar nicht auftragen, um sich davor zu schützen. Immer wieder mal haben Forschungsteams weltweit WR-104 deswegen im Blick, denn eine Entfernung von 8000 Lichtjahren bedeutet im Weltall nicht wirklich die Welt. Im Jahr 2018 hieß es dann, dass die Rotationsachse des Doppelsternsystems direkt auf unser Sonnensystem zeigt und er in den nächsten 100 Jahren explodieren könnte. Okay, Entspannung dauert noch. Die große Frage aber trotzdem: Könnten uns die Gammastrahlenblitze hier auf der Erde treffen und im schlimmsten Fall das Leben vernichten? Astronomieteams sind sich mittlerweile einig, dass
keine direkte Gefahr von WR 104 ausgeht, denn inzwischen sind neue Bilder von dem im Jahr 1998 entdeckten Doppelsternsystem entstanden und diese zeigen, dass die Erde eben nicht exakt auf seine Pole zeigt oder im Strahl liegen könnte, der dann entsteht. Wir werden also voraussichtlich nicht getroffen. Trotzdem bieten uns Wolf-Rayet-Sterne die tolle Möglichkeit, mehr über große Sterne zu erfahren. Die Staubspirale von WR 104 zeigt uns, wo wir herkommen, denn auch unsere Erde besteht, genau wie wir Menschen, aus Kohlenstoff und anderen schweren Elementen, die vor langer Zeit mal von großen Sternen erzeugt wurden. Wenn ihr übrigens alle Videos als erste sehen wollt, dann abonniert auch den englischen Kanal von Klick zum Science and Fiction hier. Einfach draufklicken, da gibt es immer wieder auch Videos zuerst, wie zum Beispiel Real Food Made by Sun and Light. Einfach da drunter draufklicken und los geht's. Bis dann, bleibt dran.